Das Treiben des Herrn Putin, es spielt natürlich auch in dieser Welt eine Rolle. Und wie immer wird der Hauptdarsteller mit Kinderaugen betrachtet. Der Wladimir war schon immer schwierig. Der geht allen auf die Nerven. Kein Wunder, den haben Mutti und Papa ja auch anti-autoritär erzogen. Sie haben sich zwar immer ein bisschen geschämt, weil der so seltsame Sachen gespielt hat, aber geschimpft kriegte der nie, weil er sollte sich ja selbst verwirklichen. Und seine Freunde gefielen Mutti und Papa auch nicht so richtig gut. Aber der Assad hatte ja sonst keine Freunde. Und Papa sagte, er hätte dem ja schon Grenzen gesetzt. Aber der wollte seine Grenzen auch lieber selber finden. Und weil der Wladimir so schwierig war, durfte er seinen Kindergeburtstag viel größer feiern als alle anderen. Aber dann wollte der alleine bestimmen, wer mitfeiern darf. Onkel Joachim hatte schon gar keine Lust mehr hinzugehen. Sonst ist aber nichts passiert. Und jetzt macht der Wladimir nur noch, was er will. Da haben Mutti und Papa gesagt, das dürfen wir ihm aber nicht mehr durchgehen lassen. Echt jetzt. Und deshalb musste der Wladimir ohne Nachtisch ins Bett. Aber das war nicht so schlimm, weil der hatte ja schon gut gefrühstückt. Und das neue Spielzeug, das er sich gewünscht hat, kriegt er auch nicht. Aber das kratzt ihn nicht, weil der ja sowieso genug Spielzeug hat. Deshalb haben Mutti und Papa jetzt ernst gemacht. Jetzt wirklich. Und haben Wladimir auf sein Zimmer geschickt. Und sein Taschengeld gekürzt. Aber nur ein bisschen. Weil man darf ja auch nicht zu streng mit ihm sein, sagen Mutti und Papa. Sonst macht der Wladimir ganz zu. Und vielleicht wird ja doch noch mal was aus ihm. Lisas Welt, die Reportsendung und vieles mehr natürlich auch unter www.reportmainz.de. Und wer nicht warten will, bis wir hier im Ersten wiedersenden, es gibt ja noch Facebook und Twitter.